begeistert. Da kommen mir die Tränen in den Augen. Es ist so cool. Deswegen machen wir das, Freaks. Deswegen. Yes. Zentimeter, 2,5, 2 bis 2,5. Das sind Glücksgefühle, das ist schön, das ist einfach ein Traum. Dass man sowas haben darf, das ist ein großes Geschenk. Ja, was habe ich 2019 vor? 2019 will ich endlich mal alles richtig machen. Ich habe so viele Fehler gemacht mit meinem Rasen und meinem Grundstück. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Angefangen vom Bodenaufbau, dann bei der Rasenmischung, dann beim Düngen. Ungleichmäßige Düngerverteilung, ungleichmäßige Nährstoffverteilung, viel zu wenig Kalium, viel zu viel Stickstoff, nicht genug gesandet, nicht genug aerifiziert, nicht genug vertikutiert, überhaupt nicht nachgesät. Das machen wir 2019 alles besser. Das wird so abgehen. Ich bin so, so heiß auf nächstes Jahr, wenn das wieder Frühling wird. Ab März, April, da wird es hoffentlich schon richtig warm. Und dann drehen wir hier mit dem Rasen völlig durch. Yes! Ja, liebe Rasenfreaks, das war mein letztes Video 2018. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Super, dass ihr mich abonniert habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann tut es gerne nochmal. 2019 geht es weiter. Ich versuche regelmäßig weitere Videos hochzuladen. Schauen wir mal, wie das so wird jetzt in der kalten, grauen Jahreszeit. Vielleicht kommt ja noch so ein bisschen Schnee. Im Moment ist es nur trübe und nass. Und nicht ganz so kalt, also man könnte vielleicht schon mal irgendwann wieder mähen jetzt im Januar, mal gucken. Mir macht das Thema Rasen unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, dieser Spaß, der kommt auch so richtig rüber. Meine Begeisterung, meine Faszination für Rasen, das ist richtig cool. Und jetzt kommen meine Kinder. Total vertrocknet. Ja, Freaks, die Südkante sieht klasse aus. Schon sehr, sehr gut nachgewachsen, ziemlich dicht schon, super, also top Sache dieses Jahr.